PDs. Ein herzliches Dankeschön. Zimmerei Winkler, Holzbau in Thalgau. Brauchen Sie einen neuen Dachstuhl, eine Dachsanierung, Dachbodenausbau sowie ein Tabor, Holzhäuser, Balkone und diverse Gartenzäune? Zimmerei Winkler, Holzbau in Thalgau. Auch bei Firma Infrabau GmbH in Eugendorf möchte sich der OSC Eugendorf für die Sponsortätigkeit bedanken. Firma Infrabau bietet Ihnen präzise, termintreue und hochqualitative Arbeit in den Bereichen Erdbau, Betonierungen und Tiefbau zum fairen Preis-Leistungs-Verhältnis an. Ein herzliches Dankeschön der Firma Infrabau GmbH in Eugendorf, Nordstraße 5. Auch bei unserem Tourismusverband bedankt sich der OSC Eugendorf für die Sponsortätigkeit. Eugendorf, das Tor nach Salzburg. Ein Dankeschön dem Tourismusverband Eugendorf und ihren Genusswirkungen. Liebe Fußballfans, freuen Sie sich auf die dritte Halbzeit in unserer Vereinskantine des USC Eugendorf. Unsere Vereinskantine ist bei jedem Heimspiel sowie bei internationalen Spielen geöffnet. Auch bei diversen Events und Highlights, sowie das Oktoberfest, das Pfingstturnier und das Faschingsschnaps, werden Sie von unserem Team der Vereinskantine Mario Czajda bestens bedient. Lassen Sie sich von Mario kulinarisch mit feinsten österreichischen Speisen und Getränken verwöhnen. Es freut sich auf Ihren Besuch, Mario Czajda mit seinem Team in der Vereinskantine des USC Eugendorf. Der Champions. Entdecke jetzt das größte Wettangebot Österreichs in über 200 Filialen und auf Admiral.at. Admiral, wetten wie ein Champion. Give me a thing, I'm never gonna give me a thing, I'm never gonna give me a thing.
Recht herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde, bei sommerlichem Wetter, eher bei Hitze, zur vierten Runde in der Salzburger Liga heute. Unser Gegner, der TSU Bramberg. Unsere Gäste aus dem Pinzgau möchten wir recht herzlich begrüßen. Die Aufstellung der Mannschaft. Im Tor Ayodonde Essige Ikupalmatian. Mit der 8 Hannes Thürnberger. Mit der 9 Felix Hanketiner. 11 Alexander Wangler. 15 Manuel Hanser. Mit der 16 Elias Nindl. Mit der 21 Tanner Yildirim. 27 Maximilian Schmidt. 28 Jakob Nindl, der Kapitän der Mannschaft, mit der 29 Harald Nindl und mit der 31 Jonathan Panzl, Ersatzspieler Kalcher, Moser, Zeisberger, Iacona und Rokosch. Heute Vormittag ist auch schon ein Spiel in der Salzburger Liga abgelaufen. Es endete Buch gegen Sitzenheim 1:2. Noch eine weitere Information. Am nächsten Freitag spielen wir um 18 Uhr in Straßwalchen und das nächste Heimspiel findet am 1. September um 19 Uhr hier auf unserer Sportanlage in den USK Anlieb statt. Thank you.
Olgenhoff bedankt sich herzlich bei seinem Hauptsponsor Raimund Kohlbauer, Metzgermeisterbetrieb, Grill- und Catering-Profi. Mit seinen regionalen Produkten sorgt er seit mehr als 28 Jahren für höchste Qualität rund um Fleisch, Grill- und Wurstwaren im ganzen Land. Mit jahrelanger Erfahrung und modernster Ausstattung organisiert Raimund Kohlbauer für Sie alle Feiern. Vierzelte, Firmen- und Geburtstagsfeiern mit seinen heimischen Produkten. Besuchen Sie unseren Grill- und Catering-Profi. Metzgermeisterbetrieb Raimund Kohlbauer in seinem Fachgeschäft in der Mohlstraße 35 in Eugendorf. Täglich von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Sowie seine Jausenhütte in der Möbelstraße 6 in Eugendorf. Ein herzliches Dankeschön unserem Hauptsponsor Raimund Kohlbauer. Der USC Eugendorf bedankt sich recht herzlich für die Sponsortätigkeit Anlagenbau Firma Hasenauer. Brillante Technik in Heizung, Sanitär, Bäderlüftung sowie Klima- und Solartechnik. Immer stark am Ball in Saalfelden, Klagenfurt und in Eugendorf. Anlagenbau, Firma Hasenauer. Firma Orbit in Zimmerei Winkler, Holzbau in Thalgau. Brauchen Sie einen neuen Dachstuhl, eine Dachsanierung, Dachbodenausbau sowie ein Tabor, Holzhäuser, Balkone und diverse Gartenzäune.
Zummerei Winkler, Holzbau in Aargau. Auch bei Firma Infrabau GmbH in Eugendorf möchte sich der OSC Eugendorf für die Sponsortätigkeit bedanken. Firma Infrabau bietet Ihnen präzise, termingetreue und hochqualitative Arbeit in den Bereichen Erdbau, Betonierungen und Tiefbau zum fairen Preis-Leistungs-Verhältnis an. Ein herzliches Dankeschön der Firma Infrabau GmbH in Eugendorf, Nordstraße 5. Auch bei unserem Tourismusverband bedankt sich der USC Eugendorf für die Sponsortätigkeit. Eugendorf, das Tor nach Salzburg. Ein Dankeschön dem Tourismusverband Eugendorf und ihren Genussgästen. Liebe Fußballfans, freuen Sie sich auf die dritte Halbzeit in unserer Vereinskantine des USC Eugendorf. Unsere Vereinskantine ist bei jedem Heimspiel sowie bei internationalen Spielen geöffnet. Auch bei diversen Events und Highlights, sowie das Oktoberfest, das Buxtonier und das Faschingsnacht, werden Sie von unserem Team der Vereinskantine Mario Czajda bestens bedient. Lassen Sie sich von Mario kulinarisch mit feinsten österreichischen Speisen und Getränken verwöhnen. Es freut sich auf Ihren Besuch. Mario Czajda mit seinem Team in der Vereinskantine des USC Eugendorf. Der Champions. Entdecke jetzt das größte Wettangebot Österreichs in über 200 Filialen und auf Admiral.at. Admiral, wetten wie ein Champion. So, liebe Fußballfreunde, 14 Uhr, die vierte Runde heute hier auf unserer Sportanlage zwischen den USC Eugendorf und der Pizzo Randberg. Die Aufstellung unserer Eugendorfer im Kasten mit der 1 Leon Schmidt, mit der 3 Mario Artmüller, mit der 4 Simon Erlemann, 7 Laurex Goldringer, 9 Christoph Kleuber, 12 Meister Thomas, mit der 13 Philipp Teufel, mit der 17 unser Kapitän Max Exenger,
mit der 18 Patrick Birner, 19 Christopher Meyer und mit der 20 Murica Nogorcevic. Der Satz der Hütte Seitz, Auener, Thaler, Backmann, Gasnitschi und Feldinger. Das heutige Spiel wird geleitet von Samuel Sankl, assistiert an den Linien von Clemens Bosch und Nedelko Lazarevic. Bei manchen ein gutes und für unsere Gruppe wichtige drei Punkte. Sponsor Elektromeisnitz in Feistenau. Für Beratung, Planung ein guter Partner. Wir bedanken uns recht herzlich bei Elektromeisnitz in der Feistenau. Danke sehr.
Schon, hey, hey, hey!
dass du live dabei bist. Du schiebst nochmal rein, wieder, oder? Wirst du den Sascha der Welt, oder? Weiter! Oh, now,
Das war das 1:0 für den USC Handball. Nach der Kämpfen Parten das 13. Philipp Teufel. Torschütze mit der 19. Christopher Meyer. Recht herzlich möchten wir natürlich heute hier bei unserem Bürgermeister Robert Binninger. Yeah!
Felix. Felix, der Felix. Harit. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Wechsel bei Branke aus dem Spiel, die 31 Jonathan Banzl, neu im Spiel mit der 20 Daniele Iacona. Halbzeitstand im Spiel zwischen Rodendorf und Brandenburg 1:0. Torschütze für unsere Rodendorfer erzielte mit der 19 Christopher Meyer. Sportanlage heute unsere Vizebürgermeisterin Evelyn Bayerhammer.
Thank you.
Ja, das ist ja.
Thank you.
Ja, das ist ein bisschen.
Aus dem Spiel Julius Sagner, Ecovic, neuem Spiel mit der 15, Dino Bergmann. Thank you.
Ich sei ja eben so schön, ich 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 so schön
Das ist schon wichtig. Thank you.
Wechsel beim OST. Aus dem Spiel Mittelmann Christoph Glober. Und mit der 12. Leistung Thomas. Beim Spiel mit der 23 Leonhard Felgener. Und mit der 22 Dürren Krasnitsche. Jetzt machen wir was an Ruiz!
Wechselt an der SD. Aus dem Spiel Nummer 7, Lauritz Kölbringer. Yeah.
Jungs! Hey, hey, hey! Hallo!
Christopher Meyer und den Ausgleich erzielte Jüngerin. Für uns Jüngerin bedanke ich euch herzlich fürs Kommen und wünsche noch einen schönen Sonntag. Thank you.
Ich habe mich getroffen. Ich habe mich getroffen.